Da sind wir also nun hoch oben auf den Himmelsinseln bei dem neuesten Zelda-Ableger Tears of the Kingdom. Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben Zeldas Geschenk erhalten von diesem sehr, sehr netten Typen hier. Der wirkt so richtig sympathisch. Und jetzt heißt es erstmal wieder ein bisschen umgucken, ein bisschen schauen, was abgeht, bevor wir uns auf die Markierung der Karte stützen. So, ich nehme mal ein paar Waffen mit. Naja, Waffen. Ihr wisst schon, eher so ein bisschen Stöcker und Steine. Hups. Hups. Uff. So, nice. Oh, ich glaube natürlich, so ein bisschen Fortbewegung wäre natürlich später bestimmt noch ein bisschen eleganter, wenn ich ein paar mehr Sachen zusammenkriege, aber wow. Trotzdem kann doch nicht schaden, Leute, ich muss auch ein bisschen heilen mich, ich werde gleich mal meinen Apfel reinwürgen, richtig cool, oder einen Pilz, kann alles essen. Hups. Ah, wie schön. So, okay, aktivieren wir erstmal kurz diesen, ja, bisher wirkte der so, als ob das ein Schalter wäre hier, ne? Was macht denn so ein Ding? Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Dann, aber ich würde ja noch mal. Guck mal, da sind überall so kleine Podeste und so. Ich guck mich mal ein bisschen um, ne? Das ist ja der Reiz des Games. So, ja. Oh. Und die Vöglein und so. Und auch deine neue Waffe. Geil. Okay, was haben wir hier? Ist hier schon irgendwie eine Art Truhe? Was ist denn das? Ein einfacher Stock. Ein Ast, der wie ein Schwert geformt ist. Gut zu greifen und aufgrund der Gewichtsverteilung leicht zu handhaben. Du kannst ihn ausrüsten und als Waffe verwenden. Der wird gleich mal aufgehoben. Sind hier irgendwelche altertümlichen Truhen oder Opferaltare? Nee. Wie war freue ich mich. Ich hab schon mal einen Stock, Leute. Das ist doch so cool. So, ich würde mal ganz kurz ein bisschen gucken. Haben wir denn hier unser Menü? Okay, unsere Tasche ist ja schon bald voll. Ansonsten noch nicht viel wirklich. Apfel haben wir da. Okay, lass mal hier snacken. So. Ey, Link, so cool. So wichtige Gegenstände. Steuerung, Speichern, alles hier machen. Ja. Alles cool. Ich fühle mich noch so nackt. Natürlich werden die Gegner aber auch noch nicht stark sein, oder? Also alles gut, oder? Alles gut. Denke ich mal. So, der Tempel der Zeit. Gibt's jetzt zwei? Okay, das eine war die Zitadelle der Zeit, ne? Aber irgendwie. Ich dachte ja schon ganz naiv, das wäre ein und dasselbe. Runter? Nee. Bin doch nicht verrückt. Auch wenn die Luft hier so dünn ist, dass ich vielleicht ein bisschen Sauerstoffmangel habe, ne? Dass ich vielleicht so ein paar irrationale Entscheidungen treffen könnte. Aber ich doch, nee, jetzt doch nicht. Hoppala. Na gut. Ich glaube, hier finde ich erstmal nicht irgendwie noch was Auffälliges. Der Drache da oben, ey! Ist das einer, den man kennt? Also von den Vorgängern? Oder? Nee, pass auf, das ist der vierte Drache, der ist besonders special. Den gibt es nur hier oben. Gut, oder gut. Ich hoffe, da ist noch ein weiterer freundlicher Geselle und kein Gegner. Nanu. So, no Energiesphäre. Material, das unter anderen Konstrukten als Energiequelle diente. Es strahlt eine starke Kraft aus. Okay, wieder so was. Voll kaputt und zerstört. Noch mehr Äste, so Tasche ist gleich voll. So, Waffe werfen. Wenn du eine aktive Waffe werfen willst, einfach R drückt halten und dann loslassen. Genau, meine kaputte, ne? Oh, erstmal Äpfel. Geil. Ups. Kaputt. Oh, da war ein Apfel drin. Da bist du auch nett. Tatsächlich, der ist ja nett. Oh, du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Wenn du deinen Weg fortsetzt, nimm dich vor den Militärkonstrukten in Acht. Militärkonstrukte? Wie bitte was? Die Militärkonstrukte wurden damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die Sonau, befahlen ihnen unerwünschte Eindringlinge den Garaus zu machen. Sie werden dich sicherlich als Eindringling betrachten. Scheue daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kannst du ja es schon, doch lass mich dir ein jenes Mittel verraten. Bitte höre aufmerksam zu. Du solltest stets den passenden Abstand einhalten und die Zielerfassung nutzen, damit willkürlich und statt willkürlich um dich rumzuschlagen. Ja, gedrückt halten, Ziel erfassen, cool. Ich lasse dich die Zielerfassung mit Freude an mir selbst ausprobieren. Doch bitte nicht wirklich angreifen. Nur probieren, ja? Okay, du. Zu anvisieren. Wo will er hin? Warte mal, da ist noch ein geiles Schwert, was ich brauche. Aui, einfacher Stock. Ja, Schwert, ihr wisst schon. Oh, kaputt gemacht. Schut. Was nehmen wir denn jetzt? Na, erstmal natürlich immer noch erstmal hier schön die schwachen Dinger, ne? So. Tasch. Einfach fallen lassen. Wo das. Die geilen Sounds, ey. So.
Der Drache da, wer ist denn das? Ich weiß es nicht, wir werden es nie rausfinden. Niemals. So, Konstrukt, kann ich wirklich einfach hier? Jo, ey, cool, ich kann richtig anvisieren. Wo willst du denn hin? Sei erneut vor der Militärkonstrukten gewarnt. Unsere Erschaffer trugen ihn auf, dieses Land zu beschützen. Geht klar. Sie werden dich sicherlich als Eindringling betrachten. Sei bitte vorsichtig. Was machst du jetzt hier? Ich will mal kurz gucken, was... Oh, da ist mein kaputter Kumpel. Er ist komplett zerstört. Was machst du denn da? Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, ich sag gar nichts. Gut. Na, dann buddeln wir hier weiter rum, ne? Alles klar. Junge. Leute, gehen wir einfach in die Richtung des Tempels. Der wäre schon gleich da unten. Ja! Wow! Oh, Bauchklatscher nicht! Ey, gibt's da ja Frösche hier oben. Das ist ja cool. Ich darf jetzt nicht, ertrinken. Das wäre mega peinlich. Oh, shit. Die gehen jetzt doch unter. Die sind nicht groß genug. Ja, hallo? Warte mal, da wollen wir gerade nehmen. Den Stein? Den hier. Kein Problem. Wenigstens haben wir irgendwie durch die Verletzung nicht meine Stärke eingebüßt. Oh, oh. Da ist ein Konstrukt, Leute. Guckt die nur an. Alter, der hat für Knüppel. Alter, geil. Okay, ich muss aufpassen. Die haben echt, die sind so ein bisschen... Die halten viel aus. So, Alpha und so Nau-Energiesphäre. Alles wieder mitgenommen. Sollte noch nichts passieren, Leute. Die Routen gehen zwar schnell kaputt, aber die einfachen Stöcker bestimmt nicht. So, nochmal einen Pilz mitnehmen. Ey, die Karte ist jetzt schon richtig groß. Richtig heftig. Ich würde vielleicht hier so eine Gebäude mir mal angucken, ne? Die ja sowieso richtig schon auf dem Weg liegen. Um noch so ein paar Sachen zu holen. Also, ups, nein, keine Markierung. Alles gut. Alles gut. Die Temperatur sieht auch gut aus. Der Geräuschpegel, alles unten rechts, diese ganzen Infos, kommen einem natürlich sofort wieder vertraut vor. So, wo habe ich jetzt hier... Ey, was ist denn da? Ah, da haben wir so ein Ding. Und das wäre so ein Stein zum Runterrollen. Vielleicht kann ich ja ein paar Gegner vorher schon platt machen, so ein bisschen. Hm? Ist hier irgendwie jemand? Hallo? Ja, geil. Was hat der für eine coole Waffe? So, Link, mach mal hier. Sei mal cool, Link. Geil. So, na, du denkst, du kannst abhauen, ja? So, nicht, ich hab noch einen zweiten Stein. Scheiße. Daneben. Okay. Dann überrasche ich ihn halt mit meinem Stock und werfe ihn richtig an den Kopf. Hey, Typi. Guck mal hier, das ist für dich. Boah, Rute zerbrochen. Doppelter Schaden, wenn man mit geworfenem Gegenstand trifft. So, was hat der jetzt für eine geile Waffe? Ihr habt hier so, der hat so einen coolen Stock. Ein Ast. Okay. Dieser von einem Baum abgeschnittene Ast ist lang und gerade, sodass man damit fast wie in einer Lanze zustechen kann. Hm, nice. Der Link kann einfach noch weiterrollen. Noch ein einfacher Stock. Oh, Tasche ist voll. Na gut, okay, da kann ich eigentlich mal ein bisschen was wegschmeißen. So, ne, warte mal. Hier bräuchte doch nichts, den Quatsch, Linge überall rum. Gib mal das Ding her, also einfacher Stock. Ich wollte aber oben gucken. Zu dieser komischen Plattform da. Genau, da wird schon auch irgendwas bewacht, Leute. Ich sehe doch schon. Ham. Guck mal da, vielleicht irgendwelche Truhen oder so. Oh, hier oben ist der. Da ist wirklich eine Truhe. Wie komme ich da hoch? Den kann ich so schön springen. Link, du Scheiße, du bist cool. Er ist nicht cool. Nee, okay, das wird ja durch dann erstmal nichts. Außer jetzt irgendwo ein Loch. Dadurch, nee. Ja, okay, ja, dann nicht. Ey, ich brauch keine Truhen. Guck mal, dann ist doch gleich das nächste. Was ich mir schnappen kann. Hoppala. Nee. So, sind das zwei? Nee, ist bloß einer, ne? Der hat keine Chance. Oh, warum bist du so neblig? Oh, nee, ist bloß eine Wolke durch die Insel durchgeflogen. Hey, da kann ich kochen, cool. Oh, shit. Aua, Doppelrückhand hier? Was soll das denn? Okay, bei dem Stock da kriegt er ein bisschen mehr Damage. Oder lässt sich auch ein bisschen pammeln und taumeln. Okay, dann lass mal das mit mal kochen hier, wa? Sehr schön. Nein, Link, nein! Erstmal aus Versehen. So, dann machen wir mal richtig schönes Apfelgericht, wa? Ups. Warte, Apfelgericht. Zack, gib mal her. In die Hand. So, gleich alle hier wegballern. Ist doch wie von früher. Okay, dann hinzufügen. So, zurück zum Spiel. Und kochen. Oh, Kochobst. Ein süß-saures Gericht, mit dem ein Haufen Obst zusammengekocht wurde. Nice. Wähle ein Gericht in der Tasche und dann Rezepte aus, um die Zutaten zu überprüfen. Guck mal, ich sehe hier auch schon wieder diese
Diese Hitzeschutzdinger, Chili, isst man sie roh, sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Es kocht zur Tat, wärmt sie den Körper, sodass man sich auch bei kalten Orten völlig warm fühlt. Dann sieht doch fast so aus, wird sie dann so ein bisschen kalt. So, lass mal ein bisschen was snacken. Gürmsen, ja, Gürmsen. Boah, ey, mit links und rechts einfach. Okay, warte, das sind ja Löcher. Ich hab da Angst. Das. Jupp, komm her. Mann, das sieht ja alles so cool aus und so interessant. Was mag ich finden, Leute? Was mag mich hier zu entdecken? Flup, dankeschön. Ich glaube, ich werde gleich mal nach dieser Folge in den Einstellungen muss ich mal doch mal die Kamera invertieren. Doch gerade so ein bisschen andere Steuerung gewohnt. Ist ja immer so ein ewiges Hin und Her. Man kennt's, nicht wahr? So, hallo, ist hier jemand? Hallo? Kann ich irgendwas finden? Außer irgendwelche komischen... Nee. Naja, okay. Vielleicht schon ein bisschen Geld oder so. Oh, ein Holzpfeil. Eine gewöhnlichste Form von Pfeilen. Sie sind aus robustem Holz, ihr schnitzt. So, heißt, hier liegt irgendwo ein Bogen in der Nähe. Da würde ich mich doch richtig überfreuen. Hier nur Äpfel und so ein Quatsch. Jetzt bin ich, glaube ich, schon fast wieder so ein bisschen im Kreis gelaufen. Auch nur so ein bisschen. Ja, die anderen Inseln werden alle noch nicht. Nee. Hier sind noch hier so eine schöne Ruine. Ja, bin quasi so richtig eine schöne Runde rumgelatscht. Ja, also wir gehen, glaube ich, erstmal echt zum Tempel, ne? Da werden wir bestimmt auch vielleicht so ein bisschen was kriegen, was uns schon mal ein bisschen mobiler werden lässt. Und dann können wir doch gleich ganz anders hantieren. Oh, guck mal, Vögel! Ja, Fleisch! Oder nicht? Geht auch mit dem Bogen besser. So, will ich hier nochmal rüber? Ein paar Frösche oder sowas finden? Hoppala! Alter, kann Link hochspringen. Der kann ja doch voll hochjumpen. Warum kannst du nicht da zu dieser einen Ruine hoch? Ach, Link, was soll denn das? So. Das. Oh, ist die Ausdaueranzeige leer, sind seine Bewegungen eingeschränkt. Bis sie wieder voll ist, also ein paar Sekunden. Kann ich eigentlich wieder pfeifen? Ey, Link hat echt noch denselben Whistle-Sound drauf. Okay. So, schön gespeichert. Ja, ich habe ja noch Waffen dabei. Gut, Leute, dann gehen wir mal weiter in Richtung des Gegners da. Okay, komm her, du Sau. Was willst du jetzt mit meinem Knüppel? Kannst du nicht standhalten. Schau mal. Waffentasche ist voll. Aber wie stark das Holz schon noch was aushält, ja? Da kann man echt ein bisschen mehr viel kloppen. So, oh, das ist doch wieder ein Lieber, oder? Das ist doch netter. Man, hoffentlich verwechselt die nicht mal aus Versehen und kloppt die richtig zu Brei. So, Hallöche, Kumpel. Sei gegrüßt. Der köstliche Duft hat dich hierher gelockt. Habe ich recht? Ja, so ein bisschen. Die meisten Speisen werden wohlriechender, wenn sie über Feuer geröstet werden. Außerdem sollen sie dadurch besser schmecken und nahrhafter werden. Rüsten? Oh, entschuldige, ich musste gerade noch mal genau hinsehen. Wir begegnen uns ja zum ersten Mal. Dann hör gut zu. Eine der Aufgaben von Konstrukten ist es, Besuchern, die zum ersten Mal da sind, diverse Dinge zu erklären. Wenn du also Fragen hast, werden dir die Fragen beantworten. Wende dich einfach an uns ran. Soweit zu diesem Punkt. Kehren wir nun zurück zum Thema Rösten. Du kannst Zutaten rösten, indem du sie einfach in die Hand nimmst und dann direkt neben dem Lagerfeuer legst. Ich selbst esse ja nichts, deshalb kann ich nur über den Geschmack nichts sagen. Das ist für mich lediglich ein Begriff. Aber von unseren Erschaffern weiß ich, dass Rösten von Zutaten ihren Nährwert erhöhen. Wenn du Zutaten hast, probier das Rösten doch mal hier am Lagerfeuer aus. Nö, ich hab mir schon richtig geil, was dem mal hier liegt doch schon was rum. Der Rösthimmelspilz. Die Hitze beim Rösten hat den Geschmack richtig intensiv verbessert, Mann. Außerdem kann der Pilz Herzen besser wieder auffüllen als ein ungeröstetes Exemplar. So, dann komme ich aber glaube ich ganz leicht zum Tempel, dann ist ja einfach die Treppe da. Wie es aussieht. Okay. Ja, kann ich nicht noch irgendwas anderes finden? Ich fühle mich immer noch so nackig. Es kommt mir so vor, als hätte ich schon irgendwie noch eine Rüstung oder sowas finden können, so ein Oberteil. Wenn nicht, ich schäme mich doch nicht hier. Badam. Komm, wir gehen einfach mal dahin. So, da müsste ich ja die Wand hochklettern können. So. Ja, dann komm hoch. Nice. Ja, die Konstrukte haben recht, hier war echt schon keiner mehr. Also alles kaputt. Oder vielleicht deswegen war keiner mehr hier, weil wir müssen hier hochkommen. Kann ja nicht jeder so cool klettern wie ich. Uff. Oh Mann, ey, nice. Komm hoch. So. Tempel der Zeit. Alter, voll mit so einem. Der hat ein Schild. Alter, zerstört.
Oh, was hat der denn da? Verrostetes Schwert. Vor langer Zeit hat dieses Schwert vielleicht einmal ein berühmter Kämpfer geführt. Aber jetzt ist es so mitgenommen, dass es nicht mehr als ein paar Schläge aushält. Es ist so wie das Master Sword. Zack, zack und nice. Alter Holzschild. Ein alter, abgenutzter Holzschild, der lediglich leichten Angriffen zum Beispiel mit Pfeilen standhalten kann. Tada, gedrückt halten und dann ausrüsten. Tschüss und dann blocken. Gut, okay. Jetzt sieht das schon wieder richtig nice aus, oder? Es wird doch. Schon mal Schwert und erst ein Schild. Hier ist richtig so ein Sandgarten. Guck mal. Der Boden, oder? Ach, es ist alles herrlich. Wir werden so viel zu entdecken haben. Eine komplette Overworld ist neu. Und halt die andere Unterworld ist ja dann halt, also das normale Hyrule ist ja auch noch komplett da. Also hoffe ich, vielleicht auch mit ganz neuen Sachen zum Entdecken. Es wird auf jeden Fall so oder so ein mega umfangreiches Spiel. Ich fasse es einfach nicht. Okay. Oh, das sieht interessant aus. Zutritt verweigert. Hey! Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir. Ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Rauru. Du bist Rauru? Einziger Besitzer des rechten Arms. Bitte sieh mir nach, dass ich dir in dieser Form gegenübertrete. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Wohlan, so sollte er seine Kraft zurückerlangen. Sehr, sehr schön gemacht. Ey, Rauruhn, habt ihr gesehen, wenn ich das richtig erkannt habe, hat der echt so einen großen Eulenanhänger um Hals. Die verschlossene Pforte, Hauptziel hinzugefügt. Na, Rauruhn aus Ocarina of Time war ja dann auch so ein bisschen die Eule aus Ocarina of Time, so als Reinkarnation. Ne, und jetzt ist er halt einfach anscheinend sein Ursprungswesen oder er ist jetzt in so einer Gestalt da. Ey, das ist ja alles Wahnsinn. Gut, Leute, die vier Schreine, da war echt noch was zu tun. Das ist ja die ganze große Insel hier wirklich so ein Tutorial-Gebiet. Wie halt bei Breath of the Wild, ne? Ach man, ich freue mich so, das ist richtig toll. Man, bei Breath of the Wild, also ich weiß ja definitiv, und davon bin ich auch nie ausgegangen, ne, dass so ein krasser Moment, ne, wie Breath of the Wild damals halt wirklich in vielen ausgelöst hat. Sowas geht halt auch nur einmal. Ne? Das ist ja so richtig so dieser magische Moment, wie man immer gerne sagt als Gamer. Ne? Deswegen würde ich ja echt sagen, dass das Tears of the Kingdom jetzt nicht nochmal so schaffen wird. Was ja auch nicht schlimm ist, weil wie gesagt, so richtig ein neues Gefühl kann man ja nicht aufbauen. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich das jetzt schon hier richtig cool finde. Richtig atmosphärisch und ich will einfach die Abenteuer erleben. Und da sehe ich jetzt der Drache, es ist der Donnerdrache, oder? Darf der so weit oben hier rumfliegen? So, dann denke mal, die restliche Ausrüstung werde ich auf den Weg bekommen. Schön Rostschwert hier alles kaputt machen. Holzpfeil. Oh, nice. So, oh shit. Was machst du da? Ey, der hat einen Bogen. Oh, ich kann auch wieder kontern. Sehr schön. Okay, gut. Aber erstmal, gib mir mal deinen Bogen her, du Sau. Oh, pfup, Alter, gib mir den Bogen. Frostschwert geht gleich kaputt. So, zack, zack, zack. Holzpfeil. Und guck ihn dir an, der alte Holzbogen. Ein hölzerner Bogen aus alter Zeit. Er ist nicht sehr stark, aber vor allem für die Jagd ist er ausgelegt. So, okay, jetzt haben wir hier unseren... Ey, richtig cool. So, genau. Funktioniert halt noch wie vorher. Sehr, sehr schön. So, einfach da hoch. Oh, guck mal, Zugvögel. Gleich abballern. Nein. Nein, die wollen auch bloß in den Süden ziehen oder so, weil kalt wird. Oh, shit. Wer bist du denn? Oh! Oh, trifft ein Pfeil den Kopf des Gegners, fügt er doppelten Damage zu. So gefällt mir das. So, hau mal ab hier. Nehmt mal den Stock hier. So.
Alles klar, rostetes Schwert ist zerbrochen. Hey, was ist denn das hier? So eine komische Schiene? Was ist denn das? Hä? Nee, wir gehen erstmal da ganz locker hoch, ne? Oh, hier, guck mal, richtig schöner Schutz, dass ich hier nicht runterfalle. Sehr, sehr nett. Na, bossen, bossen. So, und hier hab ich doch was gesehen. Du kommst mal schön mit. Plupp. Saunu Energiesphäre. Gun. Energiesphären. Was ich vielleicht damit brauche. Oh, shit, Leute, es ist schon bald Nacht hier. Nicht, dass es denn kalt wird. Erstmal richtig schön in die Schreine uns angucken. Oh, guck mal, es gibt wieder diese Kletterpilze. Die hört man so ein bisschen das Klettern verbessern, oder? Der Spotling. Dieser Pilz ist oft von schroffen und isolierten Orten wie Steinhängen und Höhlendecken zu finden. Als Hochzutat erhöht er die Geschwindigkeit, stimmt. Wir kommen immer näher. Hoppala. So. Da unten sind jetzt noch mehr Pilze. Ach komm, ich hol die mal mit. Im Original waren die irgendwie richtig selten. So, fluppen. Komm her. Na, so. Hab alle, ja. Der. Ob das auch so wirklich ist wie in Breath of the Wild, dass wir dann halt jetzt gleich. Oder mal, da ist noch mehr. Da will noch mehr gucken. Das wäre jetzt quasi so wie damals diese Schickerstein-Funktion alle in so einem Schrein gekriegt haben. Und dass wir dann auch hier das Spiel anfangen, indem wir einfach alles haben. Und dann schön loslegen können. Ist hier was mal einsammeln? Nee. Na, ja. Ach ey, wird immer wieder ein Ort sein, der eine wieder ablenkt und so. Das ist so cool. Was zum. Nein! Du hast mich gefunden, Mann! Leute, sie sind wieder da. Die Crocs. Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Croc, ein Waldgeist. Hier, ich hab was für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Oh je, die kleinen Crocs haben von einem Croc geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch, aber nicht ihr Exkrement ist, Mann. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendwas zufällig erscheint, solltest du dort suchen. Wenn dir sowas auffällig erscheint, alles klar. So, ich weiß nicht, wie Leute reagieren, dass die Crocs wieder da sind, aber ich fand das jetzt eigentlich nicht schlimm. Ja, natürlich, das alle zu sammeln, ist natürlich so ein bisschen, das machen ja auch nicht viele, ist ja auch überhaupt nicht nötig. Das machen nur die ganz komischen crazy Dudes, die unbedingt 100% Let's Plays machen wollen, so wie ich, ja. Aber ansonsten ist das doch in Ordnung. Die werden garantiert wieder die Tasche dann erweitern. Hatte Maronus auch wieder, ob der einfach wieder zurück im Wald denn ist? Da, wo wir ja schon waren. Ey, gibt's den Degubaum noch? Nicht, dass der inzwischen abgefackelt wurde oder so. Weiß ja nicht, weil ich weiß ja echt nicht, wie lange ich jetzt weg war. Weil wir, also wie lange wir verletzt waren. Oder, oh, Link, du hast wieder geschlafen. Hm. Der wird sich aber auch noch alles erstmal zeigen. Na gut. Ups. Yay. Boah. Muss doch schon gleich mal den Fallschaden ein bisschen austesten. Wie gut Link das wegsteckt. So, jetzt aber hier genug rumgecheatet, rumgespaßt. Jupp. Ich muss gucken, was da oben ist. Oder was hier ist. Nein, ist alles eh noch komplett abgesperrt hier. Alles noch zu lückenhaft. Oh. Ach, Mann, ey. Nee. Das ist schon mal die erste Challenge hier. Hier hochklettern. Der Uko-Uho-Schrein. Ey, sind wirklich wieder so wie Schreine? Sie sehen so komisch aus. Das sind einfach bloß Steinblöcke. Aber einen Nutzen werden sie schon haben. Das ist jetzt bestimmt auch wieder ein schöner Teleportationsort, dass man, wenn man die Schreine findet, dass man sich dann später hier immer hin teleportieren kann. Das ist doch schön. Oh, guck mal, diese Statue und die Köpfe, ey. Na gut, und dann nichts wie rein da. Ey, das ist auch richtig. Mann, das ist. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß auch nicht, das ist so, wie soll man das beschreiben? Man will einfach alles wieder entdecken. Alles erkunden. Krass. Ah. Da bist du also. Dies ist ein Bannenschrein. Hier versiegelte ich vor Urzeit mit Hilfe meiner Lichtkraft das Böse. Wenn du deinen Arm in diesem Lichte badest, kannst du seine verlorenen Kräfte wiedererwecken. Hm. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Thank you.
Ultrahand. Mit dieser Fähigkeit kannst du ein entferntes Objekt greifen. Solange die Hand das Objekt hält, kannst du es drehen oder bei Bedarf an einen ganzen anderen Gegenstand befestigen. Yeah! Der Name dieser Fähigkeit lautet Ultrahand. Bezieht sich auf ein altes Spielzeug, was Nintendo mal gemacht hat. Falls du das nicht verstehst, ist nicht schlimm. Sie ist einer der Kräfte meines rechten Armes. Sie erlaubt dir, Objekte zu bewegen und zusammenzufügen. Wenn du sie klug einsetzt, kannst du damit herstellen, was auch immer dir vorschwebt. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie fortan dir gehören. Achso, ich wollte eigentlich gerade wieder abhauen. Armkraft einsetzen auf L. Okay. Schaffenskraft im Ugo-Uho-Schrein. So, ja, richtig Tutorial-mäßig, ne? Ja, das ist wirklich wie damals auf dem Plateau. Auf dem Beginner-Plateau. So, was soll ich jetzt machen? Ich soll jetzt irgendwas grabben? Oh, das da vielleicht, wa? So, Ultrahand. Eieiei. Okay, grabben. Ja, das funktioniert so fast so wie die Magnetfähigkeit von damals, ne? Ich glaube, die alten werden wir echt nicht wiederfinden. Die alten Fähigkeiten. Bup. Easy. Das. Tada! Aber es ist noch nicht vorbei. Jetzt ist der Abgrund ein bisschen größer. Da reicht bestimmt dieses Brett nicht mehr. Oder ich muss ein bisschen puzzeln. Ich habe ja 3 Bretter zur Verfügung, ne? Wie mache ich denn das jetzt? Die fallen doch alle runter. Na, ja, probieren geht über Studieren. Ne, warte mal, kann ich nicht eigentlich auch schräg anwenden? So, guck mal her. Du. Ach so, das Ding. Ach so, das Ding ist sowieso so eine Art Brücke. Okay, warte mal, drehen. So, jetzt vertikal drehen. Boah. Ja, so ist natürlich irgendwie horizontal drehen. Kann ich den echt so hinstellen? Weil dann könnte ich ja vielleicht wirklich so einen Stützpfeiler bauen. Ich weiß halt nicht, ob das einfach was ist zum dran hochlaufen. Kann ja sein, ne? Bub. Also mal schauen. Ich probiere mal, ob ich klettern kann, ob das schon ausreicht oder ob ich wirklich eine Brücke bauen soll. Ey, jetzt sieht doch perfekt aus, Leute. Ah. Yeah. Cool. Wo doch noch so viele schöne Bretter waren, ja? Naja. Das. Hab Angst, dass ich irgendwelche mitnehmen muss. Ey, guck mal, das sieht echt aus wie. Ja, halt wie Schreine, ne? Diese kleinen Mini-Schreine. Aber wird es bestimmt wieder ganz viele Quests geben. Oh, da freut mich auch schon so drauf. Okay, oh, die Schreine werden da bestimmt auch wieder irgendwelche Truhen denn haben. Vielleicht so Bonustruhen, was denn auch auf der Karte markiert wird. Okay, was denn hier jetzt? Ach, guck mal. Aber dann ist das wieder toll gemacht so vom Game Design, dass man das halt selber so checkt. Da oben fährt so ein Ding lang. Aha, Und hier habe ich so eine Schiene. Hier habe ich so einen Haken. Und so ein Brett. Jetzt muss ich die echt zusammenpuzzeln. Guck mal, da klebt so ein Ding schon dran. Ja, okay. Ja, probieren geht über Studieren. Na, shoot. So, verbinden. Ja, okay. Bus, wie mache ich denn das jetzt? Einfach probieren. Ach so, mit dem. Nee, ups, da wollte ich eigentlich nicht. Zack. Warte mal, trennen geht wie? Achso, lösen. Ah, einfach ein bisschen hin und her wegeln. So, ich muss mir jetzt halt echt so ein Haken-Ding bauen. Ja, okay, warte mal. Legen wir das mal hin. So, dann komm mal hierher. Ups, nein, zack. Ups, erstmal mit den Knöpfen wieder klarkommen. Entschuldigt bitte, ne? So, dann mal so gut. Nee, warte, wie jetzt? Ja, vor, also, auch der geht nur vor zurück. Nee, so, jetzt alles klar. Jetzt hat er's. So, okay, ja. Verbinden. Voll cool. So, aber eins reicht nicht, ist mir ein bisschen zu wackelig. Ich brauche 2 so eine Dinger. Komm mal her. So. Dann noch ein bisschen so hier, ne? Das muss ja alles schön. Das muss ja alles hier richtig geil passen. So. Flop. Ey, ist das geil? So, und jetzt noch mal ein bisschen hier, ne? Das ganze Ding jetzt hier einhaken. Hak mal ein. Ey, wie das doch richtig automatisch gleich geht. So. Voll cool jetzt. Ey, es ist einfach ein Träumchen, oder? Und alles oder irgendwelche Tutorials. Ach, Mann. Alles intuitiv. Wie man es halt von Nintendos Qualitätsspielen einfach gewohnt ist, Leute. Könnt ihr doch sagen, was ihr wollt. Das ist einfach geil. So, sofort gecheckt, sofort durchschaut. Cool. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es hier irgendwo eine Truhe noch gibt. Ja, das sieht ja auch schick aus, aber... Nee, dann, ich glaube, hier gibt es keine Truhe mehr. Ich glaube nicht. So, das holen wir uns jetzt noch und dann ist der Part für heute aber auch wieder vorbei. So. Sei gelobt dafür, es bisher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht.
cool. Ein Segenslicht, ein Kristall aus Heerenlichts, welches das uralte Böse versiegelt und reinigte, strahlt ein angenehmes, natürliches Licht aus. Sind das diese Sphären, die, wenn man 4 abgibt, ein Herzteil ergeben? Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ey, diese Sonau scheinen richtig krass fortschrittliche Wesen gewesen zu sein. Aber schön, Leute, das war wieder richtig cool. Dann müssen wir jetzt nochmal richtig schön andere Schreine uns suchen, nicht wahr? Das Tutorial einfach umgehen. Oder durchgehen. Das wird einfach toll, wird das. Oh. Du hast den Schrein mit Bravour bewältigt. Dadurch hast du eine der Fähigkeiten zurückerlangt. Wenn du auch die 2 verbleibenden Schreine bezwingst, wird sich dir das Tor des Tempels der Zeit gewiss öffnen. Aber bloß noch 2? Hm. Ich hätte es mit 4 gerechnet. Sieh dich um und markiere dir die Schreine, die du entdeckst. So wirst du sie sicher ohne Mühen erreichen. Verwende dazu das Fernglas des Purapets. Danke, Rauru, alles klar. Tada! So, markieren, Fernglas, alles klar. So nutzt man das reindrücken. Ey, total nice. So, dann fängt aber schon an die anderen Schreine hier, oder? Da hinten leuchtet es auch so komisch. Oder oben? Da oben! Das ist ja. Guck mal da! Wir sollten da hinkommen. Okay, jetzt mal markieren. Geil. So. Ja, der andere ist. Der andere scheint einfach da hinten zu sein. Da würde ich auch gleich direkt als nächstes mal hinsporten. Warte, auch nochmal schnell markieren. Du. Ja, da ist er. Da ist er doch. So. Leute, vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten bei Tears of the Kingdom. Das wirkt einfach wieder wie ein richtig großartiges Spiel. Schon jetzt. Wir haben ja alles gesehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.